Ich kann es vor Spannung kaum mehr aushalten, was gleich hier hinten passieren wird. Und deswegen begrüße ich euch zu einer Folge Xenoblade Chronicles 2. Oh mein Gott, bin ich gehypt, was jetzt gleich hier für eine Cutscene abgehen wird. Deswegen einfach schnell laufen und los geht's. Ah, you missed the highlight. We already have everything we need from her. Jin! What did you do to her? I already told you. I'm just trying to get back what was stolen from me 5 centuries ago. Malos! You're alive! You didn't think you could put me down that easily, did you? I am an Aegis. Don't underestimate me. I can't believe you fell for it. You did this to her! She betrayed herself as an Aegis, forming a bond with a piece of human trash. She tried so pathetically hard to hold on to her memories of you. But in the end, I got them all. She put up a brave little fight. Please don't steal my memories. Cute stuff like that. Sorry, boy. You came to this desolate place for nothing. Do you really want this useless husk? Go ahead and take it! Pyra! Pyra! I'm so sorry. Pyra. Mithra. We made it this far. Rex. Rex, Rex. Nia. Got it. Dromok, take care of Pyra. Understood. What's this? I thought you'd start bawling and charge at me. What a big boy. Stupid. I was stupid. I didn't understand Pyra and Mithra's feelings. Though we were destined to follow different paths, I tried to walk together. I walked in the shadow of the Aegis's light, blindly walking my own path, while she walked alone. What are you blathering about? So, I might be stupid, but I've made a decision. Oh, what have you decided? You've come all this way. I'll hear you out. It's obvious. I'll crush you into oblivion and take Pyra and Mithra to Elysium. Crush us? Me and Jin? You couldn't take Jin on your own. And on top of that, I've regained control of all my Aegis powers! Not to mention the artifices. You're doomed, boy. I'm not. That thing is just a used-up shell. You can't rely on it to save you, boy. I now understand what Pyra and Mithra wanted. And I understand what I have to do to make it happen. What it means to be Driver and Blade. Everyone, stand with me one more time. Let's get Pyra back and go to Elysium. We are nothing but a god. Boah, die Musik und die Szene, das war wundervoll. Okay, jetzt gegen beide. Das könnte ein bisschen böse enden. Habe ich so ein Gefühl. Das war jetzt irgendwie 4 Level stärker, aber vorher noch auf 52. Okay. Meinetwegen. Oh Gott, ich glaube, den Kampf schaffe ich nicht. Ich glaube, den Kampf schaffe ich nicht. Au, Hilfe. Gott. Das wird krass. Aber das war echt gerade eine ziemlich starke Szene. Deswegen bin ich umso
mehr gewillt, jetzt hier weiterzukommen, um zu erfahren, wie die ganze Sache jetzt weitergeht. Deswegen, komm, lass mich gewinnen, Spiel. Ich möchte nur wissen, was danach passiert. Oh mein Gott, wird das krass, glaube ich. Hör doch auf mit deinem Monado Cyclone. Oh, die Musik. Ist das cool. So. Ein bisschen Schaden für beide. Morlock ist halt gleich tot. Uncool. So. Aber ich kann wieder überleben und so. Ich habe ja noch genug Zeug meiner Leiste oben. Aber jetzt greife ich vielleicht Shin an. Ja, stimmt. Konnte ja auch schon im ersten Kampf gegen uns, der gute Malos, das Ziel irgendwie wechseln, wie auch immer. Keine Ahnung. Komm, leg mal wieder, bitte. Dankeschön. Ich glaube, ihn wechseln irgendwie. Au. Was geht jetzt ab? Oh, genau. Okay. Nia wird es wieder beleben. Dankeschön. Morak muss auch leben. Okay, ich schaff den Kampf, glaube ich, nicht. Dafür muss man ein bisschen mehr leveln. Definitiv. Komm, Nia, heile. Mach heile, los. Nein, die ist tot. Okay, ich hab eigentlich verloren. Sowas von. Definitiv. Ja. Das ist doof. Aber sie hat Schlachtplanstufe 2, okay. Also erstmal, dann nehme ich einmal Sieg mit rein. Weil erstmal 2 Level stärker. 3, oder? Moment. Ja, 3. Ich kann nicht rechnen, ich habe keine Mathe. So, sehr schön. Dann, Moment. Taschen-Items. Was hast du jetzt hier drin? So, du hast... Ach, man kann erweitern, okay. Ether-Schaden, KP-Heilung und Gruppenleiste, dann stieg bis 8%. Das ist eigentlich okay. Was hast du drin? 15% maximal KP. Dir würde ich was anderes geben. Habe ich irgendwie... Ether-Schaden minus. Macht das Sinn? Greifen die viel mit Ether-Angriffen an? Keine Ahnung. Ich schneide jetzt mal schnell raus, was ich jetzt hier für Items meinen Leuten gebe. So, ich habe jetzt ein bisschen was gemacht. Erstmal ist hier bei The Wayne Schalter das Tor zu öffnen. Und dann habe ich jetzt vor dem Kampf noch einiges im Harmonie-Ring von einigen Plates gemacht. Ich habe ein paar Gegner besiegt für ein paar Fähigkeiten. Manche haben es einfach so in den Kämpfen bekommen, manche Attacken eingesetzt hatten so. Also ich habe jetzt bei vielen Plates einiges gemacht. Dann habe ich meine Taschen-Items geändert bei einigen. Und ich habe nochmal hier zu Beginn von Marufa. Moment, das kann ich kurz auf der Karte zeigen. Hier oben halt beim ersten Reisepunkt ist direkt ein Laden. Da kann man so ein paar Waffen verstecken. Stärkungsdinger kaufen und da habe ich die Waffen von meinen ganzen Klingen mal ein bisschen verstärkt und jetzt hoffe ich, bin ich besser gewappnet für den Kampf, der jetzt hier kommt gegen Malos und ja, Jin. Und ich habe auch Boreas bei Nia wieder reingenommen, weil Boreas ist eine Heilklinge und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der eventuell besser ist als Cassandra, weil er eben heilen kann. Und nicht wie Cassandra, ich glaube, Angriff ist. Da habe ich, by the way, auch gar nicht dran gedacht, als ich Nia Cassandra gegeben habe. Andersrum, Cassandra Nia gegeben habe. Das war überhaupt nichts von mir bedacht irgendwie. Ich denke da allgemein nicht so wirklich dran, dass man da vielleicht mal
ja, dass das klug einsetzen sollte, die Klingen. Und, ja, das war ein bisschen doof von mir, aber egal. So, ich hoffe mal, dass Nia eventuell halt genau ein bisschen heilen könnte. So. Ich hoffe, das klappt jetzt hier besser. Ich habe jetzt auch Sieg reingepackt. Und damit könnte der Kampf hier eventuell besser laufen. Ich hoffe es zumindest. Er machen wir seine ganzen Attacken. Also Cyclone und so. So, Boreas ist wieder draußen. Hat ja auch geheilt gerade. Sehr schön. Also bisher bin ich relativ zufrieden. Da liegt ein Item. Sehr schön. Ich mach mal gut Schaden. Wo ist Jin eigentlich? Ah, da hinten. Der steht für mich. Okay. So. Sehr. Ich mach Fluen über. Ja, warum nicht? Das ist... Der Monado Cyclone hat so viel Schaden einfach. Das ist so uncool. Uncooler als Fluen auf jeden Fall. Hahaha. Bin ich nicht witzig. Jetzt habe ich wieder mein Ziel gewechselt, wie aus dem Einkampf gemacht hat, weil ich jetzt wieder auf Jin gegangen bin, wieso auch immer. Also ich habe jetzt mit einer Ilan wieder an Jin und ich kann auch nicht wechseln, soweit ich das weiß. Weil irgendwie geht es nicht. Keine Ahnung warum. Vielleicht geht's einfach nicht oder ich weiß die richtige Taste nicht. Keine Ahnung, jedenfalls scheint es gerade nicht zu gehen zu wechseln. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so klug alles ist, aber ja. Okay, Burgas hat wieder schön geheilt. Sieg hat halt relativ wenig Leben gerade, das ist nicht so cool. Feldeinbruch. So, sehr schön. Attacke wieder ausweichen. Boah, jetzt weicht er wieder aus, besser gesagt. So. Oh Gott, Leben. Das sieht nicht allzu gut aus, muss ich sagen. Aber wir hauen mal hier mit rein, würde ich sagen. So. Ah, man hat nicht so viel Schaden. Das von Boreas heilt doch, glaube ich, mit. Ah, Sieg ist tot, gut. Nia, kannst du da... Hi, tschüss, Nia. War schön mit dir. Oh nein! Sieg belebt mich wieder, Sieg belebt mich wieder. Mach doch nicht, was du... Nein, er stirbt. Ja, er ist tot. Ach, Rex lebt wieder, cool. Nia, du bist auch wieder am Leben jetzt. Okay, ich habe auch, glaube ich, jetzt ziemlich verkackt. Weißt du, ich habe meinen geilen, ja, Typen, der wieder voll die Angriffe abfangen kann, nicht mal draußen, dadurch, weil er jetzt tot ist. Ja, ich habe eigentlich verloren, glaube ich. Okay, ich neide euch den Versuch rein, wo ich schaffe, weil ich habe jetzt keinen Bock, hier noch 1000 Versuche zu zeigen, wo ich verkacke. Eine kurze Anmerkung, ich habe vergessen, den Kampf aufzunehmen, aber ich habe ihn geschafft. Ich habe vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken, ich Idiot, aber ich habe den Kampf gerade geschafft. Oh! Have I mentioned how irritating that ability is? You did mention that. What? This is ice. Jin, you! But of course. This is Jin's true power. You may have awesome regenerative powers, but everything becomes futile once you get down to absolute zero. Oh, absolute zero. While they're vulnerable, let's do it, Jin! Nia! I'm not done with you yet! Morag, this is getting us nowhere! Oh, too bad. Tuh. Puppy! Take this! Trash! Puppy, Tora! Can't end like this!
Yes. Rex, please listen to what we have to say. Our power has done nothing but bring you pain. It would be better if such a power didn't exist. We told you we wanted to go to Elysium, but the reason why we wanted to go there was to beg our father to let us die. So forget us, Rex. For the sake of the world, abandon us. Abandon you? When you are injured, I feel your pain. When you feel pain, I feel the sorrow in your heart. What the hell? Has he finally cracked? You really think I can just stand by like this and watch someone I love suffer? You can make it to Elysium. You can make it, with or without us. So please... What would be the point of that? Listen, I swore to you. We're going to Elysium together. That's a promise. Rex. I'm going to Elysium for you. I'm doing all of this for you. We'll do it together. We'll find out together. We'll find your place in this world. Find out where we're headed and see what our future holds. So believe me, I won't let the world burn a second time. So, Pyra, Mithra, join me! What? Ow! Yeah! A new sword! Pyra! Mithra! Apologies, Rex. Worry not. All is well. I am lost no longer. What's this? That's better, don't you think? I could get used to this. Everyone, attack! Yeah! Payback! Oh mein Gott, die Szene, die Musik, ich hab Gänsehaut, das war echt krass irgendwie. Pyras wahre Kräfte sind erwacht, okay. Um Pyra bzw. Mithra in normalen Kämpfen zu erwecken, muss die Harmonie auf dem Maximalwert und die Gruppenleiste vollständig gefüllt sein, okay. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, halte R gedrückt und betätige X, damit Pyra erwacht. Alles klar.
Wird die erwachte Pyra eine Kling-Kombo aus, kann sie die Kombo-Route beliebig wählen. Verwende die Richtungstasten, um bei einem aktiven Kombo-Angebot die Kombo-Route zu ändern. Doch so mächtig Pyra auch ist, nach einer gewissen Zeit endet ihr erwachter Zustand. Die verbleibende Zeit wird als Balken dargestellt. In diesem Kampf gibt es jedoch kein Zeitlimit, also eine feste Pyras wahre Macht, so lange wie du möchtest. Oh mein Gott, wie krass war das gerade? Das war, boah, unfassbar. Okay, nochmal zu gerade eben. Ich habe den Kampf jetzt nicht aufgenommen gehabt, weil ich habe gedacht, ich habe die Aufnahmetaste gedrückt, aber habe ich nicht. Das heißt, ich habe quasi aufgenommen, nicht aufgenommen, obwohl ich eigentlich aufnehmen wollte. Und das war halt, ja, ein Fehler. Deswegen habe ich gerade diesen Kampf gemacht, der jetzt wieder vorkam, und habe aber den halt nicht aufgezeichnet. Das ist das Problem gewesen. Aber ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt einen Kampf quasi nicht aufgenommen habe. Und wir machen jetzt den Kampf fertig und gucken mal, wie es in der Story weitergeht. Ey, das war gerade so krass, die Szene, Leute. Ey, ich habe während der Szene Gänsehaut und einfach alles. Das war so krass, das war unfassbar. So, oh Gott. Könnt ihr jetzt aufhören, mich mal hier voll anzugreifen? Kann Rex jetzt gar nicht sterben in dem Kampf jetzt hier, oder was? Scheinbar nicht. Okay. Das heißt, man kann den Kampf nicht verlieren, oder wie? Oder bin ich gerade doof? Also kann ich jetzt hier... Ja, jetzt kann ich ja voll wechseln, mit dem ich was machen möchte. Das ist ja voll cool. Da kann man ja mega abgehen im Prinzip. Ey, das ist echt krass. Ey, dieses Spiel wird von Stunde zu Stunde einfach immer besser. Es ist so unfassbar. Es wird einfach besser und wird nie mehr schlechter. Boah, ich bin so gespannt, wie die ganze Sache jetzt hier weitergeht. Oh, das hat mich jetzt gebrannt. Ups. Ich dachte, es ist weiterhin genauso. Ja, so genauso schnell wie vorher auch. Tja. So. Boah, das war echt. Ey, ich bin so gehypt, wie das jetzt hier weitergeht alles. Ey, Leute, das ist so krass. Das Spiel hat so eine krasse Story. Also, ich glaube halt wirklich, die Xenoblade-Spiele sind so die Spiele, die ich bisher so kenne, die halt wirklich die geilste Story haben. Also, das ist wirklich unfassbar. Was auch im ersten Teil allein schon, was es da alles für krasse Momente gab, die mich einfach komplett geschockt und gefreut und was auch immer haben. Das war alles einfach so krass. Und auch, wie gesagt, Teil X hatte einige ziemlich geniale Szenen und so. Vor allem gegen Ende. Insgesamt mag ich die Story von Xenoblade X zwar nicht so sehr wie die von 1 und 2, aber trotzdem hat vor allem Xenoblade X auch am Ende mega krasse Cutscenes gehabt und so. Okay, wie geht's weiter? Ich bin gespannt. Was kommt jetzt? Matching my speed. Impossible. You can't have such power. I don't get it. But I'm not complaining. This is what I've been searching for. Whoa. So this is Pyra and Mithra's true power. You want some more?
looks so sad. Rex. Weak. End me now, or you'll live to regret it. I don't want to fight you. I just want to get to Elysium. That's all. I won't let you stop me. That's not going to happen. We have goals of our own. You and anything that stands in the way will be wiped out. What goals? Our only purpose. Destroy humanity. Destroy the world. Then, destroy the architect. Huh? I am an Aegis, created by the architect to erase existence. The ultimate weapon, the Endbringer! Endbringer? Yes, my only purpose is to destroy. I am the Endbringer. That is why I must go to Elysium and awaken the ultimate artifice, Ion. You can't be serious. I'm nothing but serious, boy. This is the sacred duty entrusted to the Aegises by the Architect. You're wrong. Father doesn't want that. You're deeply mistaken. Enough. I know I'm right! Ophion. Indeed! It ends here! Another guest at the party? That's Siren. Bring it on! Ja, das war insgesamt echt ziemlich krass. Ich mache auch für heute Schluss. Ich muss den Part erstens heute noch irgendwie hochgeladen kriegen, weil ich gestern Abend den Kampf nicht mehr geschafft habe. Das war also wirklich der erste richtige Kampf, wo ich relativ viele Probleme hatte. Der erste gegen Malos war auch... Also der am Ende von Kapitel 3, aber der jetzt hier war wirklich der... schwerste bisher im Spiel, würde ich spontan sagen. Also zumindest der mir am meisten Probleme bereitet hat. Im nächsten Part geht es dann weiter. Ich bin unfassbar gespannt, wie das alles enden wird. Bis dann und ciao. Euer Vivo. Tschüss.